Ich hoffe, es hat dir gefallen, Traxi. Mach was draus, mein Freund. Mach was draus. Wir sind nicht durch mit allen Pokédlis und Loldis und so, ne? Sondern nicht mit einem durch. Lolde haben wir fertig, Pokédlis haben wir fertig. Wie wär's mit One Piece-Dle? Chat, ihr seid gefragt. Wessen Teufelsfrucht ist dies? Magu Mago no Mi. Ich habe keine Ahnung. Sakatsuki. Nice, strong. Wessen Wanted-Poster ist jenes? Sieht aus wie dieser komische Elch, oder? Ist es der Elch? Also weiße Augen, das kann nicht der Elch sein. Peros Pero. Peros. Charlotte Peros Pero. Okay, diese Nase macht mir auch einfach Angst. So klassisch. Wer ist es heute? Suchen eine Frau. Sie hat keine Teufelsfrucht, sie hat aber ein gelbes Haki, was auch immer das heißt, irgendwas. Kleiner als 1,80. Später als Romance Dawn und mehr als 320 Millionen. Also sie ist teurer als Zorro. Bonnie. Bonnie ist weniger wert, sie hat auch kein Haki, sie kommt auch nicht da raus und sie ist 1,74, noch kleiner. Kleiner als 1,74. Yamato, ist Yamato, oh, ist eine Frau in dem Anime, okay, krass. Ich kenne Yamato nur so als Dude aus Naruto. Und sie ist kein Geld wert. Aber Wano Country ist der erste Bogen und sie hat eine Zoan, was immer das heißt. Okay, zwischen 1,74 und 1,61. Ne, 1,69, das heißt, sie ist 1,70 groß, probably. Es ist Ulti. Warum ist die krass? Wieso hat die 4 Millionen Kopfgeld? Warum ist die krasser als Zorro? Ich dachte, Zorro ist komplett 1v9. Ist auch einer der Main Champions. Und warum spiele ich gegen den scheiß Wolf? Aber ja, Ult ist richtig. Dankeschön. Mara, deine Pew Pew Toffee. Stark. Ja, was spielt der Toplaner von Welt gegen den Wolf? Ist es überhaupt der Wolf Toplaner? Ist der Wolf Jungle? Bis swap mal. Gib mir 10th Pick. Der Bären hier größer als Wolf. Ja, aber wir haben Budelberg gerade gespielt. Ich muss dir gerade vorstellen, quasi. Ich spiele ja nicht genug Solo Queue. Deswegen muss ich jetzt möglichst viele verschiedene Champions spielen, damit Traxi viele YouTube-Videos machen kann, weißt du? Ich muss einen neuen Champion spielen. Nidalee, aber Nidalee ist ja nicht gut gegen Wolf. Also der Wolf ist im Wald, Pike ist Mitte und Kale ist Toplane? Nee, nicht Kamel. Kamel habe ich tausende Games. Das ist viel zu free. Genug Vladimir Games, scheiße. Ja, dann einfach scheiß drauf. Die AD-Katze wurde heute frisch gebufft. Reiner. Aber ich brauche aber keinen Jack of All Trades, weil ich spiele das nicht. Ich spiele einfach AD. Wir spielen noch den sexy French Made Nidalee Skin. Heute oder vorgestern erst hat Nidalee fette Buffs bekommen. Sie skatet jetzt auf ihrer W mit 50% Bonus AD, auf ihrer E mit 70% Bonus AD. Wir spielen den alten Bildbuff, den wir damals von Keen gelernt haben. Der Trespasser. Oh, der Wolf! Hook ihn! Gib mir Grasp. Komm jetzt hier. Wir lösen es als Medi-Champion aus, das Grasp, deswegen kriegen wir plus 7 Leben. Weil sonst wäre der Grasp nur 4 Leben, aber dadurch, dass wir so als Medi-Champion auslösen, weil wir werfen den Speer als Range-Champion, aber wechseln auf Medi-Form. Und seht ihr das? Jetzt steht hier schon Max Health Gain plus 7. Ganz wichtig, wichtige Mechanik. Bitte merken. Bitte, bitte merken. Okay, Level 1 ist zu strong für mich. Ich lohne sie von mir, denn ich muss selbst keine Mens lasten, solange ich XP kriege. Ich krieg XP und sie nicht, dann ist alles gut. Grass macht als Medi-Champion auch mehr Damage. Jetzt hat sie endlich den Busch gewordet. Das muss sie dringend tun. Haben wir ja vorhin im Game gegen die Katze auch gemacht. Scheiß auf unsere eigene XP, solange sie keine kriegt. Basically, gerade bei einem Kale-Matchup ist das, glaube ich, auch leicht nachvollziehbar für einen jeden. Hier starten wir eh. Nutzen es erstmal Mana, um uns einfach zu heilen. Ein bisschen Demolishy-Auslösi. Graspy-Auslösi. Dann merkst du natürlich auch eh. Andere Spells braucht ihr nicht wirklich. Ihr habt einfach sehr viel Heilung und eure Ult-Form scaled eh nur mit eurer Ult. Also eure Kuga-Form. Schön Mini-Argo wieder droppen, damit ihr die Welt nicht automatisch pusht. Warte, Recon TP die gute? Ich habe ein bisschen mein Damage überschätzt, honestly. Hätte sie nicht igniten sollen. Wenn sie nicht igniten, wäre sie, glaube ich, gestorben, weil sie igniten aber vergessen hätte. Der Wolf, der Wolf, der Wolf, ist der Wolf, ist der Wolf. Ich muss Wolf respektieren. Ja, ich wollte hier immer basen, weil ihr, der Turm noch nicht den kompletten Damage von der Wolle stimmt. Deswegen wollte ich vor der 5. basen. Aber eigentlich wäre es besser mit 1100. Dann wäre jetzt Fage fertig. We don't, also gehen wir schien. Nicht Opti, aber auch nicht terrible. Jetzt könnt ihr auch einen Auto-Attack werfen. Während der Auto-Attack in der Luft ist, wechselt ihr mit der Ult und macht dann W, dann löst ihr Sheen aus. Dann Progress als Medi-Champion. Gibt euch mehr Leben, macht mehr Damage und der fliegende Auto-Attack prockt auch euer Sheen. Machen wir jetzt mit der Wave lieber Kale? Gehen wir auf die Suche nach der Honigfrucht oder was der Play? Level 6 gibt mir einen riesigen Power-Spike. Ich weiß nicht, was Kale gerade macht, aber wenn sie Base ist, ich bin schon 15 CS vorne. Ist nicht bad. Gerade möchte ganken. Wir kriegen Reset auf die Minions, wenn wir so jumpen. Aber es ist eine Poke-Katze. Ich habe jetzt meinen Freeze aufgegeben für diesen Gank. Das war's nicht, Tolkien. Jetzt noch Nordhard ist hier und er ist tot, oder? Ja, ist sehr, sehr dead. Der Wolf!
Bam, Junge! Wer rennt? Der brennt, besser tot ist. Dass Tao noch einen Kill bekommen hat, ist crazy, by the way. Kennen wir den? Stark Hook, aber auch stark Hook von ihm. Ich flash nicht mit Feind. Nice! Big! Der Tao hat gesmurft. Ich musste nur die Hand offen halten, letztendlich. Jetzt geben wir Boots. Und Phage eigentlich. Oder wir. Ach komm, scheiß auf Cookies, Bonus Mana. Wie eine Tech Speed. Obwohl, wir können gar nicht Boots. Ich trolle. Gib zurück die Cookies. Nach einer Minute bis unsere Boots spawnen. Das heißt, wir können unsere Pink Ward platzieren und dann Boots bekommen. Aber die Wave ist wieder fantastisch hier eigentlich. Und wir pinken Ward mal trotzdem. Wenn sie fighten geht, dann verteste ich das. Kannst du dich nicht einfach diven, sie hat noch ihre Ults. Ah, ist schon sehr, sehr oppressive dagegen zu spielen. Ist aber fun, wenn du die hinter dir bist. Als Kayle, ah, weniger spaßig. Okay, wir haben Triforce, wir sind jetzt sehr, sehr, sehr stark. Ein 30 CS Lead, 2 Kills, 3 Platten. Bisher alle Auroras, die ich hatte, haben mich runtergerannt. Oder waren einfach nicht gut dabei. Aber natürlich, der Champion muss noch gelernt werden von den meisten Leuten. Ist auch ganz normal dann irgendwo ist, dass es am Anfang nicht ganz so läuft. Und ich habe rübergesprungen. Hinter. Leider haben wir noch kein Mono auf die Waves, das mit den beiden Buffs, das ist echt ärgerlich. Weil ich da ein bisschen mehr Longshots kaufe, mit den Bonus-AD-Buffs gibt es dann die Möglichkeit, die Waves zu monitoren. Jetzt kommt der Schnee online gekommen, aber der Wolf geht Tarnung ganken. Ah, wir haben 5 Platten bekommen, wir sind tot OP. Nicht Warwick, wir haben nicht zur Krabbe zurückkommen. Ja. Scheiße. Spike mich gesehen hat oder wusste, dass ich komme. Was für mein Summoner. Der Typ ist sehr strong, der Spike. Kann ich sogar nicht Homeworld zu nehmen gegen Kay, weil es vielleicht das Spielen darf. Warwick ist auch hier, müssen raus. Scheiße. Ah, ich bin voll tot. Ah, ist noch Ult hat, das ist ärgerlich. Nice, dass er reinflasht, das ist ein Homie-Move. Ich wäre einfach tot gewesen an Kayle Ult, wenn er am Rand wartet, mich in der OE-Proc mich killen lässt, aber der tradet noch einen Kill zurück. Liebe Homie. Wollen wir dringend Zahnarzt Sky für Heilungen? Das ist die gleiche Mechanik. Medi-Champions heilen sich ja weniger als Range-Champions, aber ihr werdet einfach wieder zum Medi-Champion und dann ladet das genau wie Grasp einfach. Ihr braucht halt dringend Level 11. Eure Form geht halt nur hoch mit wirklich Damage, wenn ihr eure Ult halt levelt, ne? Deswegen ist Level 11 ein richtig wichtiger Power-Spike. Also vor Level 11 will ich eigentlich auch nicht roam. Bin zu weak. Hab aktuell zwar ziemlich viel Gold, aber ich bin nicht so OP mit Gold. Ich bin OP mit Gold und Leveln. Immer noch kein Wonder of the Wave, macht mich richtig sauer. Schade, dass die Changes das nicht bringen. Ein paar mehr Longs und ich hätte halt, ne? Naja, ihr wisst ja, wenn ich in der 4x flashen, wenn ein bisschen sich dort umhucken lässt. Und der Graspy Procky. Frozen hat dieses Game auch insane aus gegen all deren Auto-Attacker und Medi-Champions. Pike könnte aus Base Top-Land moven hier. Nice, endlich Level 11. Jetzt können wir die Wave von hinten da hinten mit W und E. Ich glaube, E reicht schon, ne? Ja, nicht ganz W, E nochmal noch. Aber wichtiges Level Up. Sie AFK? Sieht sie mich nicht? Eine kann ich hinten tanken. Nice. Der Wolf! Scheiße. Ah, aber es macht Spaß, Alter. Dieses, also jetzt haben wir noch sehr viel Tank hier gleich. Standard Sky wird so einen Unterschied machen. Ich heile mich gleich so viel. Das ist wirklich richtig Tag und Nacht, Engel. Oh, das hier ist auch einfach nur traurig. Oh mein Gott, what am I looking at? Schon keine Ult mehr, diese Wattet hier, I think. Junge, mein Champion. Aber die AD-Buffs ist auf jeden Fall hilfreich, ne? Also, schon mal schon ein Unterschied. Jetzt Frozy Hearty, Basy Basy. Ganz schön für den Turm eigentlich. Spotten bei der Trolls genommen, nice. Durchs Gate durch. Eigentlich stark gegen all deren Champions bis auf Dravon. Aber gegen den kaufen wir auch gerade noch mehr Rüstung. Haben wir schon 200 Armor gleich. Bitte hochgehen, Crit, triff ihn. Das hat Sky erlungen, ich bin Tanky. Nein, nicht wenn ich komplett durch gute Wett auf Kost. Kann ich auch immer sterben. An Pike-Ults. Ah, scheiße. Tadon kommt gleich rein. Ich glaube, es ist ein Cleanup-Engel für Tadon. Das könnte richtig geil von uns werden, wenn Jinx Reset noch kriegt. Oh ja, Baby. Oh ja, oh ja, oh ja, oh ja. It's kein. It's fine, it's fine, it's fine. It's your time to shine. Eins. Und es werden alle sterben, bis auf Kayle. Ich kann, glaube ich, raus tippieren. Like a weapon. Nice! Sogar noch fail geflasht. Oh mein Gott, ist das cracked. Und sie geht executen. Fair enough.
Nash ist free. Dieser 500 Damage Crit, das ist so crazy, gerade mit Thunder Sky noch und so. No joke, ich warte darauf, dass die erste Person das NLC oder LCK spielt. Keen hat es ja bereits vor ein paar Monaten gespielt, aber jetzt ist er nochmal gebufft worden für AD Ratios. Das ist nicht bad. Also ist nicht in jeder Runde unbedingt deswegen jetzt objektiv gesehen geil, aber kann sogar Sonyas dieses Game kaufen, das ist fein. Was macht sie da? Freut sie? Immer Full Tank mit halt. Mit guten Booster-Items am Anfang. Darf ich das, oder bin ich nicht tanky genug? Ich darf das, ich bin tanky genug. Ich bin so tanky. Mit all den Heilungen, es ist crazy. Ich habe gerade fünfmal reingesprungen und ich sterbe, das finde ich geil. GG. Bei der Pentapetal London Farm. Und die arme Kälte hat nichts zu lachen, ne? Die können das ganze Game nicht spielen. Das ist schon sehr oppressive. GG. Not gonna lie. World Plate auch an London Farm. War nicht der London Farm, aber ihr wisst, was ich meine. There we go. War Spaß zu spielen. Genau wie letztes Mal.